Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris erstes Mal. Und diesmal dreht es sich um einen Tribe, der vielleicht nicht immer im Vordergrund steht, ne? Also wir haben häufig mal die Humans, gerade mit Innistrad, sind natürlich auch die Werwölfe und die Vampire sehr beliebt geworden. Aber wer hat eigentlich noch ein Auge auf die Zombies? Und so kümmern wir uns mal um Mono Black Zombies. Ich dachte mir, das sei eigentlich auch mal ganz witzig und wir haben ja auch noch ein paar nette Additionen mit Crimson Vow gekriegt. Denn auch in Crimson Vow gab es ein paar Zombies, namentlich am ehesten vielleicht Hatred's Rider, der, wenn ein Zombie oder er selber stirbt, ein 2-2 Zombie generiert. Oder vielleicht den Felsdinger zu erwähnen, ein 3-Mana 3-2 Death-Toucher, der, wenn er was exploitet, zwei Karten zieht und man zwei Leben verliert. Und man kann das natürlich auch auf den Gegner schicken, falls der Gegner gerade auf zwei Leben ist. Und ansonsten, naja gut, Undead Butler kam noch dazu, den habe ich jetzt auch einmal reingetan, einfach der Vollständigkeit halber. Ansonsten bildet sich dieses Zombie-Deck natürlich mit vielen Karten, die auch schon in Midnight Hunt da waren. Da haben wir zum Beispiel den Champion of the Perished, wir haben Jadar, wir haben den Tainted Adversary und das sind alles Karten, die sehr, sehr, sehr stark sind und ich hoffe auch insgesamt ganz, ganz gut funktionieren werden in diesem Zombie-Deck. Grundsätzlich würde ich sagen, spielt sich das so ein bisschen, oder hoffe ich mal, spielt sich das so ein bisschen wie ein Midrange-Deck und ich denke, unsere besseren Matchups werden die sein, wie zum Beispiel Mono-White und Mono-Grün und sowas, wo wir einfach mit viel Removal, vielen Death-Touch-Kreaturen, großen Kreaturen dafür sorgen können, dass wir einfach irgendwann das Spiel gewinnen. Nicht zuletzt dabei auch noch zu erwähnen, Meathook Massacre oder Lolth, die Spider-Queen. Ne? Also insgesamt, glaube ich, können wir das ganz gut schlagen. Gegen die Epiphany-Decks im Standard wird es vermutlich ein bisschen schwieriger. Und deshalb seht ihr hier auch schon, wir haben ein bisschen getaggt gegen Epiphany-Decks. Duress, 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 Go Blank, Go Blank, Go Blank. Und dann haben wir auch noch zwei Skyclave Shade, die man auch natürlich noch ganz gut gegen Epiphany-Decks reinnehmen kann. Ich will mit euch heute allerdings Best of One spielen. Der Vollständigkeit halber habe ich hier natürlich die komplette Deckliste. Die findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Aber so für ein Solaris erstes Mal reicht in der Regel, um mal reinzuschauen, wie die Zombies so funktionieren, wenn man das im Best of One spielt. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu den Matches. So, herzlich willkommen zur ersten Runde mit den Zombies. Was ich gerade vergessen habe zu sagen, wenn euch die Videos gefallen, dann könnt ihr natürlich gerne unten hier den Daumen-Hoch-Knopf drücken und den Abo-Knopf. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt kümmern wir uns aber mal hier um die Hand. Die sieht doch relativ gut aus. Wir haben One-Drop, Two-Drop, Mass Removal, wir haben Aghanim's Awakening, um uns alles wiederzuholen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Spieler Mo so dagegen machen will, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat auf jeden Fall nice Sleeves, Imrith. Ah, Mono-White. Okay, Mono-White, Life-Gain. Man kann überlegen, ob man jetzt einfach nichts macht und sich schon mal so ein Meathook-Massacre auflädt, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Ich meine, Zombies sind relativ braindead, die gehen einfach jedes Mal rein und dann ist gut. Und wir spielen ja auch einen Jadar. Nächste Runde Faceless Haven. Und was jetzt perfekt wäre, wäre so etwas, um die Hand wieder aufzufüllen. Also sprich, so ein Village Rites oder ein Felsdinger wären super. Da könnte ich ganz, ganz gut mit arbeiten. Wir spielen gegen Clerics. Okay. Clerics ist natürlich ein sehr gutes Deck. Da macht Meathook Massacre irgendwann nichts mehr gegen. Gute ist, dass wir natürlich auch noch ein bisschen an Spot Removal haben. Okay, noch ein Jadar war ein ziemlich guter Draw an der Stelle, kann man nur sagen. Not. Ja, dann kann ich leider einfach nichts machen. Das ist nicht so gut. Ich könnte hoffen, dass der Gegner nächste Runde keine Kreatur legt. Könnte schwierig werden. Halte ich für unwahrscheinlich. Weiß-Schwarz-Clerics oder Weiß-Schwarz-Clerics ist, glaube ich, auch eins der besseren Decks. Auch gerade in Alchemy ziemlich stark im Moment. Ja, das ist, ich sag mal so. Ich brauche ein bisschen Removal-Spells mehr, wenn es geht. Ja, das besiege ich halt einfach schon gar nicht mehr mit dem Meathook Massacre. Dann nehme ich einfach mal 4 und ziehe jetzt from the top nur noch Removal Spells oder so. Felsdinger war ein guter Start. Felsdinger war ein sehr guter Start. Man könnte überlegen, ob man Shambling Ghast sackt und den umzubringen, damit da weniger Life gegained wird. Das finde ich vielleicht gar nicht verkehrt. Mein erster Gedanke wäre natürlich gewesen, einfach zu sagen, naja gut, ich opfer den Zombie, der macht eh nichts. Aber ich glaube, Lunar Veteran hier umzubringen ist vielleicht ein Ticken besser. Wir finden Doppel Champion of the Perished, was auch nicht super bad ist. Aber eben, das wird nicht reichen. Also Champion wird wahrscheinlich nicht schnell genug wachsen, denke ich mal.
Ich hab mit dem Zombie angegriffen, damit wir einen neuen Zombie kriegen, damit Champion of the Perished wächst. Das Schöne ist, das ist ein Death Toucher, ne? Also Death Touch tradet halt auch ganz gut, sofern wir den Felsdinger jetzt nicht removed bekommt. Haborax. Okay. Ab wann fliegt der? 4 Marken, okay. Na, schauen wir mal, ob der angreift. Oh ja, das ist ein easy Trade für uns hier. Also das wäre, das wäre schön gewesen. Noch ein Felsdinger, nicht schlecht. Frage ist... Also nächste Runde kriegen wir ziemlich sicher schon mindestens 8 ins Gesicht. Ich spiele trotzdem mal den Champion vor. Und opfere mal diesen Zombie hier. Ich meine, das ist alles schon ziemlich gut, was wir machen, ohne Frage. Aber es reicht nicht gegen so fetti Boom-Booms. Auch Tainted Adversary ist eine sehr starke Karte. Aber es reicht... es reicht einfach nicht. So gut, ich meine, den Boden haben wir jetzt einigermaßen dicht mit den Champions. Das ist gut, aber wenn jetzt noch ein Live-Gain... Ja, wir müssen nächste Runde explizit einen Removal-Spell ziehen, ne? Sonst sind wir einfach Matsche. Pyre of Heroes, der ist natürlich auch spannend. Pyre of Heroes ist natürlich... Oh, und Elite Spellbinder. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir eh nichts haben, was uns noch rettet. Na gut, ich meine, im Prinzip ist es trotzdem schlimm, aber es ist jetzt nicht so wichtig, weil wir müssen die Voice abschießen, gehen auf... Ah, sind wir trotzdem tot? Whenever a non-token creature you control dies, put a +1/+1 counter. Wir sind trotzdem tot, ne? Wir nehmen 8, dann gehen wir auf 4. Wenn ich den umbringe, geht er auf 3-3-3. Er bringt dann noch eine andere Kreatur um, geht um 4-4. Na, wir sind tot. Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht verhinderbar. Infernal Grasp. Schön. Gehen wir auf 2. Bin ich irgendwie lethal? Infernal Grasp auf das Ding und dann mit allem ballern gehen, ist absolut nicht lethal. Schade. Das Beste, was ich tun kann, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es wird nicht reichen. Es sind 5, 8, 11, 21, es sind 21. Wenn unser Gegner nicht blockt, reicht. Wenn unser Gegner blockt, reicht es leider nicht. 10, 20, 21, ja. Ein Gegner kann halt einfach die Fetten in Faceless Haven blocken und dann ist gut. Okay, na, das ist sogar noch besser, ja klar. Na gut, dann haben wir leider verloren. Aber ich meine, es war okay, sag ich mal. Ich glaube, im Sideboard, wenn wir jetzt sozusagen Best of 3 spielen würden und die 4 Ray of Enfeeblements und die beiden Wrath-Effekte reinboarden würden, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber okay, gut, so geben wir unserem Gegner den Spaß hier und lassen uns mit Taborax killen. Oder vielleicht sogar mit Cleric of a Lifespawn. Ah, Clerics sind auf jeden Fall auch ein sehr starkes Deck, gerade im Best of One, ne? Gerade im Best of One, wenn viele Decks sehr eindimensional sind oder halt Kreaturendecks sind und aggressiv sind, dann ist natürlich ein Cleric-Deck besonders gut. Ein Gegner kostet das jetzt auch nochmal richtig aus. Ja. Genau, spiel noch alles aus, anstelle einfach mit den Lethal-Kreaturen anzugreifen. Auch geil. Oh, gut, okay. Hast du noch was? Ja, sicher. Spieler Mo hat auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay, und dann bin ich aber trotzdem tot. Na, ich hoffe, in den nächsten Runden wird es ein bisschen besser laufen für uns. Runde 2 gegen den Ice Knight, aber unsere Hand ist sehr schön. Wir haben 3 schöne Mana. Wir fangen mit Champion of the Parish, Channeling Ghast, Tainted Adversary an, haben Removal Spell. Ich bin nicht unbegeistert von der Hand. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir on the draw sind, aber okay. Aber die Zombies sind schon cool. Also ich meine, they ist jetzt nicht so mein favorisierter Tribe, glaube ich, in ganz Magic, aber sind schon cool. So, was ist hier los? Asher of the Fallen. Ich leg trotzdem Champion, oder? Ja, wir legen einfach trotzdem Champion, dann kriegt er einfach schon mal schon mehr Marken. Klar, man hätte Shambling Ghast legen können, traden, dann Treasure machen und dann die beiden spielen, aber pff, keine Ahnung. Ich glaube, so ist okay. Na, die zwei nehme ich mal. Ich werde in der nächsten Runde einfach einen Adversary hinlegen und dann greifst du wahrscheinlich nicht mehr an. Boast ist fein. Oh, Felsdinger. Felsdinger lässt mich natürlich auch ganz gerne mal den Shambling Ghast spielen, aber es ist okay. Wir bleiben einfach erstmal ein bisschen defensiv mit der Hand, die wir haben. Removal, Removal, Card Draw, glaube ich, wird es schwierig für uns. Okay. Und den Adversary weg. Ah, ich glaube, das Spiel verlieren wir trotzdem nicht so schnell. Wow. Das ist natürlich ein insaner Attack. Den nehme ich gerne. Okay, so. Nur Shambling Ghast spielen.
und Go sagen, fühlt sich ein bisschen weak an. Aber ich glaube, das ist das, was wir tun werden. Ich will nächste Runde schon den Shambling Ghast exploiten. Ich glaube auch, unser Gegner wird jetzt nicht mehr angreifen. Also, klar, noch eine Skyclave Apparition wäre schlimm. Maul of the Skyclave ist ja schlimm. Brutal Cutter. Oh boy. Okay. Na gut. Na gut, aber greifst du jetzt trotzdem, greifst du jetzt an? Shambling Ghast ist halt trotzdem schrecklich für dich, ne? Was? Block ich? Block ich? Dann nehme ich zwei. Ich nehme zwei. Ah, und weirder Attack hier. Also hat noch einen. Ah ja, okay. Undead Battle War. Na gut. Gucken wir erstmal. Exploiten wir den. Geben einer Kreatur minus 1, minus 1. Und zwar, wir würden gerne erstmal zwei Karten ziehen. Und geben dem hier minus 1, minus 1. So. Okay, finden noch einen Champion. Finde ich eigentlich ganz gut. Okay, also ich meine, ich bin schon auf 12. Also es kann gut sein, dass wir das Spiel wieder verlieren. Warum eigentlich? Wo ist denn unser Meat-Hook-Massaker? Ja, okay, ah, ich kann euch sagen, warum wir das Spiel verlieren. Weil unser Gegner jeden einzelnen Kreaturen-Removal, den die Welt besitzt, gezogen hat. Eieieiei. Na gut, okay. Undead Butler und Tainted Adversary könnte man spielen. Hätte man immerhin zwei Blocker. Man könnte auch einfach ein Removal-Spell spielen. Also man könnte auch einfach Hagra Mauling auf Felsdinger machen zum Beispiel. Oder aufs. Also. Aber ich glaube, ich mach mal das. Gucken, ob wir drei Länder mühlen. Naja, aber ein Removal-Spell und zwei Länder, auch nicht so geil. Ich glaube, ich lege das hier getappt als Land. Auch wenn mir das in der Seele wehtut, natürlich. Ich hoffe jetzt nicht auf noch eine Skyclave Apparition oder noch ein Brutal Cathar. Okay, das ist kind of okay. Nicht wirklich, aber. Also, ich meine, wenn wir einen Meat Hook Massacre ziehen, glaube ich, ist die Sache hier durch. Mal gucken, was so passiert. Nächste Runde können wir Eaten Alive spielen, kriegen unseren Felsdinger wieder, opfern den Undead Butler. Mit dem Undead Butler holen wir uns den Shambling Ghast wieder. Also das ist alles schon. Jadar ist auch nicht schlecht. Wie machen wir es denn jetzt am besten? Ich kann natürlich Eaten Alive spielen. Es gibt viele Möglichkeiten hier, ne? Ich kann natürlich Eaten Alive für 5 spielen und dann einfach den opfern. Ich kann aber auch Eaten Alive für 1 spielen und dann Jadar opfern, aber das ist auch irgendwie Kacke. Tja, wir verlieren immer noch relativ flott, nicht? An der Butler spielen? Wir können Folgendes machen. Wir können Undead Butler opfern. Das funktioniert, glaube ich. Holen uns Shambling Ghast zurück. Take Action, ja. Ich hoffe natürlich, wir finden auch ein Land. Holen wir Shambling Ghast zurück. Meat Hook Massacre. Schade, kein Land. Aber dann spielen wir Shambling Ghast. Dann opfern wir Shambling Ghast. Sacrifice a Creature. Wir bringen erstmal den um. Und opfern den. Ich weiß nicht, ob das die beste Line war, aber es war zumindest eine, wo ich jetzt relativ wenig Damage nehme. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dass man das Spiel ganz gut gewinnen kann. So haben wir jetzt den Flieger removed. Die haben selber keinen Schaden genommen. Ich glaube, das ist insgesamt schon fein. Gegner hat vielleicht sogar hier, Ice Knight hat vielleicht sogar die beste Chance, einfach Go zu sagen und daraus 2-3-3 First Striker zu machen. Dann müsste ich das Meat Hook Massacre hoch ansetzen, aber das wird auch okay sein. Boah, ich meine, es läuft doch, ne? Die Zombies. Erstes Mal eintauchen in die Brains. Und es sieht ganz okay aus. Gegner überlegt auf jeden Fall hier noch. Das heißt, so safe. Und es ist kein Brutal Cathar und keine Sky Sungold Sentinel. Der ist gut. Aber der hat glücklicherweise auch nur zwei Toughness. Das heißt, also ich kann jetzt hier gleich ganz entspannt ein Meat Hook Massacre für X gleich 2 ansetzen. Oh ja. Leute, Leute. Ich sehe schon den Conceit kommen.
Ich sehe schon den Conceit kommen. Ja. Mitok Massacre für X gleich 2. Ist das gut eigentlich? opfer ich eigentlich irgendwas? Ah ja, wir könnten nochmal zwei Karten ziehen, komm. Also es ging schlechter, glaube ich. Würde ich behaupten. Mitok Massacre ist gegen Kreaturen-Matchups aber auch einfach so schrecklich. Weil auch noch dieser konstante Drain die ganze Zeit da ist. Das ist eigentlich nicht gewinnbar für Mono White. Und ich glaube, wir haben uns ganz gut aus der Affäre gezogen. Ja, okay. Das ist eine Karte. Raidan ist eine Karte, die wir anzünden können. Und dann gehen wir mal rein, ne? Gegner auf 7. Wir legen noch Festes Haven. Wir haben, kriegen 9. Wir haben 2, 7, 8, 10, 14 Power auf dem Board. Beziehungsweise 13 mit einer Manus-Kreatur. Ja, gut, okay. Das Game ist durch. Das haben wir uns redlich verdient, hier Mono White einfach zu schlagen mit den Zombies. Finde ich gut. Kann also anscheinend auch mit den Metadecks mithalten. Ne? Das ist ja auch mal immer was Cooles zu sehen. Ja, machen wir mal dich zu einer Manus und dann gehen wir mal rein. Was ist das eigentlich für ein Kreaturentyp? Den. Beholder. Okay, krass. Beholder gibt es nicht so viele. Ein paar in AFR, aber... okay. Und dann hat der Gegner auch eingesehen, dass wir gewonnen haben. Naja, 1-1 mit den Zombies. Okay. Und wir haben bisher gegen nur gute Decks gespielt. Völlig in Ordnung. So, wir dürfen anfangen. Naja, zwei Länder. Aber ich glaube, Doppel-Jadar ist nicht so geil. Aber Shamblinghast, Undead Butler, Felsding. Ah, das wird schon. Wir müssen ein Land ziehen, dann sind wir richtig, richtig gut. Oh, Gegner hier mit einem Mulligan. Nylea Sleeves. Könnte natürlich bedeuten, dass wir hier gegen Grün spielen. Aber meistens sind die Leute auf Arena doch so getrickst, dass sie einfach andersfarbige Hüllen nehmen. Ah, nee. Okay. Gegner scheint wirklich ein Aficionado von Grün zu sein. Ja, grüne Decks sollten für das Matchup, sollten hier tatsächlich wirklich ein leichtes Fressen sein. Ranger Class, eine gute Karte, definitiv. Ja. Ich glaube, Felsdinger opfert direkt mal diesen Zombie hier. Wir müssen Karten ziehen. Ich bin bereit, hier zu traden. Okay. Ah, ich glaube, gegen das grüne Deck wäre es halt auf jeden Fall besser, wenn wir mit Dings angefangen wären. Ja, wie heißt die Karte? Champion of the Perished. Der wäre super gewesen. Okay. Okay, was haben wir hier für Lines? Wir können Undead Butler spielen. Wir können mit Felsdinger angreifen, aber Felsdinger wird einfach vom Wolf geblockt. Das will ich nicht. Ich will lieber tatsächlich... Auf der anderen Seite, Blizzard Brawl ist auch immer eine Potenzialität. Ich spiele mal den Butler. Gucken, was wir uns mühlen. Felsdinger, Shamblinghast, Tainted Adversary. Okay, das ist kein schlechter Mühl. Das ist kein schlechter Mühl. Dann kann ich auch einen Adversary spielen. Und nichts bezahlen. Und Go sagen. Ich meine, Undead Butler wird auf jeden Fall im nächsten Blockprozess mit involviert sein. Ich glaube, wir wollen mehr Karten ziehen mit Felsdinger. Lotus Cobra, die sieht man auch nicht mehr so häufig in Monogrün. Ab und zu nochmal. Meisten Leute haben sich doch für Sculptor of Winter entschieden. Aber ich finde die auch nicht schlecht. Ich finde Lotus Cobra auch nicht schlecht. Der Nachteil der Lotus Cobra ist halt, dass sie nur eine Toughness hat. Und wenn viel Izzet gespielt wird und viel Spikefield Hazard gespielt wird, dann ist Lotus Cobra halt, naja, schwach. Oh, come on, hast du zwei... schmeckt. Ja, ich werde hier trotzdem blocken und ich werde hier trotzdem blocken. Das sieht komisch aus, aber so nehme ich die Lotus Cobra weg. Und ich kriege wahrscheinlich meinen Felsdinger wieder. Also ich glaube, das ist schon okay so. Gegner hätte natürlich anders den Damage verteilen können, ohne Frage. Lotus Cobra Kaputnik. Und ich hätte jetzt gerne einen Felsdinger.
Oder hätte ich gern. Nee, na, Tainted Atmosphere. Nee. Ich glaube, ich will Karten ziehen. Puh. Tschüss. Mein Gegner hat nur noch eine Handkarte. Wenn wir ein Removal für den OGT ziehen, dann geht's wahrscheinlich. Da ist Infernal Grasp. Okay. Auf der anderen Seite kommt er nochmal als Trampler wieder, ne? Das ist natürlich gefährlich. Und da kann auch immer mal ein Snakeskin Veil sein. Also Monogrün spielt auch gerne mal immer so zwischen 2 und 4 Snakeskin Veils, die man halt ganz gut abkriegen kann. Cemetery Prowler. Finde ich okay, ehrlich gesagt. Prowlinski ist in Ordnung. Exilt sich eine eigene Exilt sich die Kreatur selber. Okay. Ja, wenn das geht, würde ich hier einfach so blocken. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel guten Stuff, ne? Ich habe nicht mehr so richtig viel guten Stuff. Ich bin auch auf 5. Ich bräuchte so einen Meathook Massacre. Okay. So, jetzt habe ich halt. Kann ich sterben? Ist die, ich hätte mit dem. Oh, warum habe ich denn nicht mit dem 2-2 Zombie angegriffen? Seht ihr, das passiert halt, wenn man nicht so oft mit Jadar spielt. Oder Jadar noch den Bug hat, dass er keine Zombies baut. Nein! Was? Oh. Ich blocke hier. Ich blocke hier. Oder. Moment. Ne, das ist Kacke. Ne, warte mal. 3, 2. So gehe ich auf 1, ne? Richtig? 1, 2, 3. Ja, so gehe ich auf 1. 1 ist super. 1 bin ich gerne. Und die Ulvenwald-Oddity ist kaputt. Ich weiß auf jeden Fall, welche Fähigkeit ich nicht mehr aktivieren kann. Malakir Rebirth auch sehr stark. Kann ich mal live gehen irgendwie jetzt hier oder was? Meine Güte, es ist absoluter Krümsel-Krümsel. Könnte ich mal live gehen? Entschuldigung. So, Malakir Rebirth kostet mich auch 2 Leben, ne? Ja, sehr gut, okay. Also gut, ich meine, ich habe theoretisch. Wenn jetzt nicht unendlich viel Trample-Damage passiert durch die nächsten Oddities oder so. Cemetery Prowler, okay, kein Trample-Damage, schon mal gut. Aber so ein Meathook Massacre ist schon notwendig jetzt. Also, ich fände ein Meathook Massacre wirklich in Ordnung. Dann würde ich wenigstens wieder ein bisschen live kriegen. Ja, das ist noch besser. Das ist gut für uns. Jetzt ein Meathook Massacre für x gleich 4. Würde ich kaufen. Ich kann halt auch sonst nichts machen, ne? Oh, Swamp, stark. Ja, dann würde ich sagen. Würde ich sagen. Greift mal dieser Typ hier an. Und wir ersetzen einen nicht blocken können Zombie durch 2-2, durch 2-2-1 Spinnen. Die immerhin blocken können. So. Da ist ein 5-5 Trampler. Der geht mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Oh Gott, da ist ein 6-6 Trampler. Ah, ich bin auf 1. Das ist nicht geil. Naja, ich verstehe das. Oh Mann, ein Meathook Massacre, Mann! Oh, okay. Ja, die Marken werden wahrscheinlich alle auf den Trampler gelegt, ne? Ja, nehme ich mal an. Okay, gut, dann müssen wir jetzt. Wie viel kostet das zum Aktivieren? 4 und 3. Das kann ich also nicht beides. Ich kann dann so ein 3-3er oder ein 4-3er dahinlegen. Okay. Gucken wir uns das Ganze erstmal in Ruhe an. So, 6-6. Dann lege ich das davor. Das. Oh mein Gott. Was kann ich denn überhaupt machen? Also, angenommen, wir machen das. So, ich muss 6 Toughness davor legen. Es geht. Okay. Also, 6, 3, 4, 5, 6 Toughness davor gelegt. Einmal hier vor und einmal hier vor. Das funktioniert alles, richtig? Da habe ich doch noch lange nicht tot.
Also, wahrscheinlich schon, aber. So. Ja, nächste Runde bin ich tot. Meathook Massacre wäre ein ziemlich guter Draw hier, würde ich kaufen. Boah, wir haben einfach zu wenig Life gegained. Also, was kann ich tun? Ich kann den legen, nicht exploiten. Kann ich den dann noch aktivieren? 5, 6, 7, 3. Moment, das geht ja sogar, ne? Okay. Ich will mal die kleinen. Okay. Das Beste, was er tun kann, ist tatsächlich einfach mit die zwei Marken auf den Wolf legen. Das wäre das Beste, was er tun kann. Aber so habe ich. Ja. Ne? Ja, genau. Mit beiden Attacken und die beiden Marken auf den Wolf legen. Das ist das Beste, was geht. Sehr gut geplayed vom Gegner hier auch. Wir sind immer noch nicht tot. Aber gut geht's uns halt auch nicht. Jetzt haben wir auch keine Manlands mehr, mit denen wir was zaubern können. Ja, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Wir haben beide vier Toughness. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, wen ich tot blocke. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Prowler. Okay. So, dann jetzt von oben. Immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Easy. Was würde mir denn hier helfen? Death Toucher würde mir helfen. Zum Beispiel Tainted Adversary würde mir helfen. Der Gegner darf nur noch Länder hitten. Na, ist gut. Ah, Trample Dude. Nicht so gut. 5, 6. Oh, jetzt hilft mir übrigens auch kein Meathook Massacre mehr, weil ich jetzt nur für x gleich 5 das machen kann. Aber ich hätte Malachi Rebirth tapped als Land legen sollen. Das war schlecht geplayed. Wenn ich jetzt Meathook Massacre ziehe, bin ich ein bisschen traurig. Okay. Schade. Na gut. Dann werde ich hier mal aufgeben und ich würde sagen, dann machen wir noch eine Bonusrunde mit den Zombies. Wenn wir zumindest vielleicht auf die 50% kommen. So, im Bonusspiel sind also die Meathook Massacres, die uns gerade gefehlt haben. Naja, ich denke, das keept man einfach. Wir legen erstmal einen 2-3 Death Touch Blocker und dann räumen wir zusammen das Board leer. Es sieht ja so aus, als würden die Leute im Freeplay sehr viel Kreaturen spielen. Snowcover Swamp könnte natürlich jetzt auch ein Control Deck sein. Dann ist die Hand mit Doppel Meathook Massacre vielleicht etwas schlechter. Na, vielleicht kriegen wir aber auch Clerics. Oder wir kriegen einen Mirror. Das wäre auch schön. Ne, kriegen wir auch nicht. Na gut, dann ballern wir einfach mit Tainted Adversary. Was ist los? Infernal Grasp zählt auch zu den Karten, die ich lieber hätte gerade gezogen. Aber okay. Interessant. Nighthawk Scavenger. Okay. Na, das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich ganz gut wegäumeln kann. Fünftes Land ist stark. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr alle nicht gesehen. Ich musste mir die 4 Mana offen lassen, damit ich jetzt irgendwas Großes anblöffe. Oh, war das bad. Gut, mit Faceless Haven, ich habe keine Verteidigung für nicht mit Faceless Haven attacken. Muss ich zugeben. Also da habt ihr mich jetzt. What do you fear it? Feed the Serpent? Okay, also jetzt, wo ich wahrscheinlich ein bisschen im tieferen Bracket bin, was die Plays angeht, kriege ich die etwas leichteren Gegner. Aber es ist auch mal nett, ein Bonusspiel zu kriegen, wo man vielleicht sich auch mal so ein bisschen austoben kann. Ja, man darf es aber auch einfach nicht jinxen, meine Lieben. Man darf es aber auch einfach nicht jinxen. So, hier, jetzt aber. Jetzt vergessen wir den Attack mit Faceless Haven allerdings nicht. Shit. Oh Gott. Meathook Massacre. Vielleicht ist das einfach. Bloodvile Purveyor. Ja, den kriege ich auch nicht kaputt. Den kriege ich wohl kaputt. Den kriege ich wohl kaputt. Dann machen wir das auch, ne? Aber ziemlich lucky von mir. Jetzt kriegen wir auch noch einen Blood Token. Sehr schön. Gut, verlieren Leben, aber das ist in Ordnung. Jetzt, bevor ich es vergesse, aktiviere ich in Response auf den Meathook Massacre Trigger schon mal das Faceless Haven wieder. Okay, nochmal hauen für 5. Das sieht doch ganz gut aus.
Weiß nicht so richtig, was unser Gegner spielt. Das sieht so ein bisschen so aus wie... Ja, Mono Black Control oder sowas? Meine Hand ist ja... Hä? Ich hab doch auf... Okay. Okay. Wir kriegen auf den Sack. Wir kriegen auf den Sack. Okay. Ich exploite dich. Ist die Frage, ob ich minus eins geben würde oder lieber ein Treasure mache. Ich glaube, ich mache lieber ein Treasure. Wo wart ihr gerade? Wo wart ihr gerade? Ich frage für einen Freund. Oh Mann, ey. Also auf jeden Fall, also die besten Spiele sind eigentlich immer die, wo beide Spieler einen Meathook Massacre auf dem Battlefield haben. Das macht immer sehr viel Spaß. Tja, und jetzt? Nochmal minus 3? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Meathook Massacre for Days. Blood Viper, den krieg ich doch wieder nicht kaputt. Hör doch auf damit. Den kriege ich doch wieder nicht kaputt. Einfach eine Karte ziehen jetzt hier, komm. Einfach eine Karte ziehen. Oder den Fetzdinger direkt umbringen, das geht auch. Klar. Interesting. Wenn wir ein Land ziehen, haben wir Meathook Massacre für 6. Ne? Ziehen aber gar kein Land. Aber Headless Rider können wir natürlich spielen. Oh, können wir spielen? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das ist schon wieder close. Wahrscheinlich opfer ich mal lieber schnell den Blood Token. Meathook Massacre braucht doch keiner. So, wie viel Damage nehme ich jetzt dann? 10. Und welche Trigger passieren denn dann zuerst? Meine passieren zum Schluss, ne? Das würde bedeuten, ich sterbe einfach. Also ich gehe jetzt auf 3. So. Und jetzt spiele ich ein Meathook Massacre für x gleich 6. Dann haben wir zwei Meathook Massacre auf dem Battlefield liegen. Meins triggert zuerst, seins resolve zuerst. Whenever a creature you control dies, each opponent loses one life. Das heißt, wenn ich jetzt rase, sterbe ich einfach, richtig? Das heißt, ich hätte vorher auf jeden Fall nochmal den Blood Token nutzen müssen. Das ist ja doof, ne? Diese Active Player, Non-Active Player Rule. Also, ich habe halt keinen Removal für den. Ja, ich werde mal gucken, ob das auch in Arena so implementiert ist. Ich denke, es ist es, aber. Dann hätten. Ja, schauen wir mal. Ich hätte definitiv natürlich vorher angreifen müssen. Klar. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich tot bin. Von daher hätte der Attack jetzt auch nicht viel geändert. Bloodloss guckt gerade. So, ich würde gerne den behalten. Oder muss ich dann den anderen behalten? Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. So, jetzt gehen 100 Milliarden Trigger auf den Stack, aber die vom Gegner resolven zuerst und ich bin tot. Ich habe mir das gedacht, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Schade, das ist auf jeden Fall ein abgefahrener Defeat. Wir spielen Meathook Massacre und kriegen auf die Mütze. Naja, gut, Zombies, ich meine, ihr habt gesehen, unsere Draws waren nicht so optimal. Vielleicht kann man das Deck noch ein bisschen verbessern. Wenn ihr das selber mal austesten wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Deckliste. Wenn ihr das cool fandet, was ihr hier gesehen habt, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, über einen Kommentar oder auch über das Drücken des Abo-Knopfs freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Solaris. Tschüss.